Jeder, der schon mal die Order 66 in Star Wars Episode 3 gesehen hat, wird vermutlich diese Dinger hier kennen. Die Bark Speeder. Die Speederbikes der Biker Advanced Recon Commandos. Was viele von euch aber vermutlich nicht wissen, die Dinger sind mega krass. Dadurch, dass sie die Fahrzeuge von Klon-Spezialeinheiten waren, mussten sie auch die Eigenschaften dafür eben besitzen. Deswegen waren sie nicht nur mit 2 Antipersonenlasern und 2 leichten Blasterkanonen bewaffnet, sie hatten auch eine sehr respektable Maximalgeschwindigkeit. Und mit sehr respektabel meine ich eine absolut verrückte Geschwindigkeit von 520 km/h. Zum Vergleich, ein ICE darf maximal 320 km/h fahren. Und das ist ein Zug auf Schienen, bei dem man nicht lenken und vor Sachen ausweichen muss. Da wisst ihr, was das für Klone sein müssen, die diese Dinger fahren können. Wenn euch Fahrzeuge der Republik wie diese Barkspeeder oder auch die ATTE Swarmspeeder oder die eher unbekannten UTATs interessieren, habe ich auf Star Wars Basis ein großes 50-Fakten-Video genau zu dem Thema gemacht. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, findet ihr das hier in der Endcard verlinkt.